Gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort. Diesem Grundsatz, dem die Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten in Europa schon lange folgen, sind wir nun einen entscheidenden Schritt näher gekommen. Ob in der Pflege, im Baugewerbe oder im Transportwesen, Arbeitskräfte, die bei Subunternehmen in Mittel- und Osteuropa angestellt sind, sind inzwischen vollkommen üblich. Allein in Deutschland leben und arbeiten etwa 500.000 entsandte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, europaweit etwa 2 Millionen. Damit sind Beschäftigte gemeint, die von ihren Arbeitgebern für eine bestimmte Zeit aus dem Land, in dem sie eigentlich arbeiten, in einen anderen EU-Mitgliedstaat entsandt werden, um dort während eines begrenzten Zeitraums eine Dienstleistung zu erbringen. Möglich wurde dies durch die sogenannte Entsenderichtlinie der EU, die vor 21 Jahren beschlossen wurde und deren Ziel es war, den Binnenmarkt für Waren auf Dienstleistungen zu erweitern. Warum ich mich als sozialdemokratische Abgeordnete damit beschäftige? Solche entsandten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben in ihren zeitweisen Einsatzorten nicht dieselben Rechte wie dauerhaft dort Beschäftigte. Der inländisch geltende Kündigungsschutz muss nicht auf sie angewendet werden, sodass sie Gefahr laufen, plötzlich vor die Tür gesetzt zu werden. Sie werden nicht nach Tarif bezahlt und sie machen oft viele, viele Überstunden. Das bedeutet massive Ausbeutung. Ist im Grunde genommen moderne Sklaverei. Zwar wurde die Situation in Deutschland durch die Einführung des Mindestlohnes entschärft, dennoch werden die Löhne dadurch gering gehalten, dass beispielsweise Unsummen für Unterkünfte oder das Verleihen von Arbeitsmaterial zu zahlen sind. Zudem ist eine europaweit einheitliche Regelung wünschenswert, um das Lohn- und Sozialdumping zu verhindern. Auch für die heimischen Unternehmen sowie ihre Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer birgt diese Form des Dumpings einen unfairen Wettbewerb. Als sozialdemokratische Fraktion im Europäischen Parlament haben wir uns mit unseren Ideen für eine Überarbeitung der Entsenderichtlinie durchgesetzt. Aus unserer Sicht bietet die Richtlinie in ihrer heutigen Form keinen ausreichenden Schutz gegen diese Probleme. Wir wollen ein soziales Europa, das die Arbeitnehmenden schützt und einen fairen Wettbewerb absichert. Der Vorschlag liegt nun im Rat und wird hoffentlich unserer Auffassung folgen. Unser Ziel ist eben weiterhin und immer gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort.